Hallo, liebe Hungrige. Was für eine leckere Kombination. Pasta und Lachsfilet eingebettet in eine köstliche Tomatensahnesoße. Also für mich eine Lieblingspasta. Und wir brauchen dafür ein gutes Oliven- oder Rapsöl, an Gewürzen reichen Pfeffer und Salz. Es kommen ja zum Beispiel auch noch Knoblauchzehen dazu. Passierte Tomaten. Ich nehme gern diese grob passierten. Wir brauchen etwas Gemüsebrühe und Tomatenmark und Sahne sowie Milch. Außerdem natürlich die Hauptakteure, Pasta, und bei mir sind es Bandnudeln und Lachsfilet. Und zum Garnieren gern auch ein paar Kirschtomaten und frische Petersilie. An Vorbereitungsarbeiten gibt es nicht viel zu erledigen. Allerdings müssen die Knoblauchzehen geschält werden. Nun erhitzen wir ausreichend Salzwasser, geben dann, wenn es kocht, die Pasta hinein und kochen sie darin al dente. Anschließend vom Herd nehmen, abgießen und vorsichtshalber ein bisschen von dem Nudelwasser aufheben. Nun geben wir das Öl in eine tiefe Pfanne, am besten eine Schmorpfanne. Und wo ihr eine solche herbekommt, dazu findet ihr einen Link in der Infobox. Und in das heiße Öl pressen wir dann die Knoblauchzehen hinein, und zwar nacheinander alle vier. Die Knoblauchmasse nun kurz im heißen Öl andünsten, umrühren dabei, und dann bestücken wir die Pfanne mit dem Lachsfilet. Falls ihr welches mit Haut verwendet, dann diese natürlich vorher abtrennen, in der Pfanne dann die Lachsfiletstücke auseinanderzupfen, eben in mundgerechte Stücke, macht sich gut mit dem Pfannenwender. Die Lachsfiletstücken nun anbraten, auch mal wenden dabei, und wir würzen sie kräftig, und zwar mit Salz und ebenso mit Pfeffer. Weiter anbraten. Dann in der Mitte der Pfanne ein bisschen Platz schaffen und dort hinein das Tomatenmark geben, das da schon mal ein bisschen anschmoren und anschließend mit den Lachsfiletstücken verrühren. Und jetzt löschen wir ab, das heißt, wir gießen die Sahne dazu, auch die Milch kommt mit in die Pfanne und wir ergänzen außerdem mit den passierten Tomaten. Alles verrühren, bis sich das Tomatenmark vollständig aufgelöst hat und alles schön miteinander vermischt ist. Die Soße sollte nun köcheln, und das ist der Zeitpunkt, an dem wir nun auch die Gemüsebrühe mit dazugeben und diese einrühren. Jetzt nochmal mit Pfeffer und Salz würzen. Die Soße sollte schon ziemlich kräftig schmecken, und falls ihr euch doch noch zu fade ist, gebt noch ein wenig von der Gemüsebrühe mit dazu. Und falls ihr euch zu dickflüssig erscheinen sollte, für mich ist sie gerade richtig, dann rührt noch ein Schlückchen von dem aufgehobenen Nudelwasser mit hinein. Die Soße ist damit fertig, und wir geben die abgetropfte Pasta mit hinein und heben diese unter, eher ein bisschen behutsam. Die Lachsstücke sollen ja erhalten bleiben. Die jetzt fertige Pasta nehmen wir vom Herd und wir tun auf. Garniert mit einigen der Kirschtomaten und gebt auch von der klein gehackten frischen Petersilie darüber. Das Essen sieht nicht nur so lecker aus, sondern versprochen, es schmeckt auch so. Für mich, wie gesagt, eine Lieblingspasta. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber Pasta mit Hackbällchen essen möchtet und es als Nachtisch vielleicht ein Stück Schokokuchen geben soll, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.